Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Baltic Sea zusammen mit dem Philipp und dem Sebi, einen wunderschönen. Hallo! So, ich bin natürlich immer fleißig am Düngen, was ich hoffentlich bald abgeschlossen habe. Also ich habe jetzt nur Sternenschlüssel. So. Hey, ab in den Fan! Sieh jetzt. Oh. Sieh an, Kollege. Ja, das schaffst du jetzt. Ja, Philipp und Sebi sind jetzt gerade am Verkaufen bzw. am Wegfahren der ersten Kartoffel-Missionsladung. Der ist schon mit dem Motor eingeschmissen. Danke! Ja, dann mal. Kurz, jetzt kämpft er richtig, Alter, ja! Da hören wir den Sound. Kommt sie! Ja, Junge, fein. Feine Bubi. Ich bin hinter dir. Fahr mal als Konvoi rüber, oder? Warte mal ganz kurz, ich muss kurz was aufmachen. Ja. Ich fahr langsam hinter dir her. Das geht nicht. Scheiße. ja. Es kommt ja, es kommen ja Kurven, heilige Maria. Jetzt kann ich gar nicht machen. Ja. Und ich hab schon Angst wegen den Kurven. Du brauchst ja noch weniger Angst haben als ich. Ich rutsche die ganze Zeit rum. Kann man bei nee, kann du man nicht. Zu schwer. Das war aber so beim Fendt genauso. Ja. Ja, weil da sind wieder zu uns bis für die 3, da war schon dich zu klein. Die finnischen Abstellung, die der Motor da eingebaut hat. Die schön, ja. Also immer weiter geradeaus bis. Philipp, immer weiter geradeaus bis irgendwann die Kreuzung da kommt. Ja, aber hier ist 30, Sebi. Ich fahr mir nicht so auf, ne? Ja. Ja, das ist ein Thema, ich fahre nicht bei. Ich sollte ja nicht weit aufmachen. So. So kann jetzt mein Simple IC nicht mehr aufmachen. Das hat sich verpackt. Wollen wir kurz stehen bleiben und dann machen wir das, werden wir stehen. Ja, warte, bleib mal, ich mach einen Blinker rein. Scheiße, der ist heilig. Konvoi bleibt komplett stehen. Hier nochmal wieder. Das ist kurz so davon, wenn nein. Genau, das ist mir nicht. Können weiter. Gut. Zack. Wenn wir heute nämlich den jetzt so kalt. Rein, ja. So, die Vorderscheibe muss auf. Und die schön die fliegen in den Mond, oder? Nein, nein. Dafür ist ja. So viele fliegen dir da nicht rein. Und zweitens ist die Frontscheibe immer so schräg gestellt, dass die da abprallen. Genau. Und oh, hei. Und zweitens muss die rechte Seitenscheibe auf. Ja. Einfach nur weg am Sound. Ja. Ich bin immer am Gegenlenken hier vorne, ne? Das ist krank. Ja. Also ich glaube auf der neuen Map fahre ich glaube ich besser wie du, oder? Auch bloß wegen am Hänger. Ja genau. Ja. Ich sag gerade, ich fahre besser wie du und dann gleich in den Grünstreifen rein. Kann man machen. Super. Du musst das auf jeden Fall. Oh nein, Philipp, ich hab nicht getrunken. Also ich bin nicht betrunken. Ich wollte gar nicht fragen. So wie ich fahr. Alles kann man bei mir denken, dass ich betrunken bin. Da müssen wir rein. Ups. Oder? Ich glaube, da müssen wir noch. Ich glaube, das war für Sebi zu kurz, beziehungsweise zu spät gesagt. Nee, ich bin noch rumgekommen. Und ich war vor Sebi. Oder den ja, er war wirklich vor mir. Ja. Ja. Fahren wir dann als Konvoi wieder zurück, oder? Oh, Lea. Ist der immer voll? Oh, abhängen soll ich lieber nicht. Ah. Vergleichen Meter raus. Oh gut. Phase kurz vor Ende.
Ne? Naja. Nee. Ich besiege mal leider. Ja, nee, du. Super. Oh Gott. Der Wirkung der Genügen. Wir haben inzwischen 72% vom Auftrag. 27%. Oh. Leute, ich hab's gleich. Wollen wir nicht auf die Waage? Ja, sieht besser aus. Philipp! Wollen wir den mitgenommen? Aber gut. Philipp! Müssen wir nicht. Okay. Wenn wir es selber verkaufen würden, dann müssen wir auf die Waage. Müssen wir auch nicht unbedingt, aber ist egal. Ist bloß ein Feature. Eieiei. Ich hab gerade extra noch mit Gas geben, um dich zu überholen. Wie schnell fahrst du überhaupt, Flipsy? 41. Ah, also, der Fan fährt so schnell wie mein Klaas. 50, ja. 10 km schneller halt. 53. 53, hab ich doch gesagt. Kann ich. Nee, du hast 50 gesagt. Nee, 53. 10 km schneller als ich. Ah. Und da so Thema, wir fahren im Konvoi. Und da, und ein Konvoi fahren im Konvoi. Einer überholt mich mit 10 km/h mehr. Ah nein. Flo, ich brauch einen neuen Doktor. Der war neu, der nein. War neu. Nein, Verkehr, der bremst uns doch nur wieder aus. Ja. So, ich glaube, ich hol mir die Otto. Wir müssen doch 30 fahren. Wir müssen doch eh 30 fahren. Aber 5 km mir machen ja eh nix. 10 km könnten aber schon was werden. Flipsy, ich fahr mal kurz auf die Seite. Du musst doch schon fest lang müssen. Ich weiß ja, wo wir lang müssen. Drück Vollgas drauf, ne? Ja. Vor der Baustelle, schaffe ich das noch? Na, schaffst du nicht mehr. Will ich, ausbremsen. Oh, wo werden wir jetzt noch? Also das haben wir jetzt gerade nicht gesehen. Eieiei, was ist das denn für Knoll da drüben? Ne? Also Leute, ich hab das, wir tun jetzt mal so, als hätten wir es nicht gesehen. Nein! Oh, das, das haben wir auch nicht gesehen. Jo, und so müssen wir in Frontlader vorbeikommen. Ey, mein Controller macht einfach fahren, was ich gar nicht mache, ey. Sieh, Johnny, komm! Ja, das Spielzeug bin ich da hinten dran, so. Ich hab versucht zu überholen, ging aber nicht. Und dann zieht auf einmal in die andere Richtung. Ich hab dir gesagt, du schaffst das nicht. Nee, das geht weg. Da wackelt irgendwas. Also, ich sag's mal so, ne? Die Stangen für, ja. Die Stange für ihr. Für was? So eine Beschreibung. Die Stange. Für die Lenkachsen hinten, die sind nicht so original. Hauptsache, das sieht man auch. Das sieht man ja, die Sprünge. Das ist nicht original, du. Nach den Geräuschen, was ich gehört habe, kein Wunder. Ja, wie der jetzt. Der ist in den Graben komplett reingefahren, der wegen der Baustelle extra gemacht wurde. Er ist voll in den Graben reingefahren. Ich kann nichts dafür, ey. Ich kann noch irgendwas anderes machen, weil ich hab keine Arbeit mehr. Du kannst auch einen Auftrag machen. Wir können jetzt dann gleich ein bisschen vorspulen. Dann haben wir eh nochmal. Dann kannst du den Unkraut wegmachen. Bloß auch im Kalten. Mhm. Du könntest glaube ich auch nochmal düngen.
Nee, habe ich schon überall. Dann müssen wir vorspielen. Was macht Flo? Ist okay, dann. Was macht Flo? Hm? Kalk und Kalk. Übernimmt er gerade meinen Job? Er tut gerade Kalk. Du bist schon Kartoffel, dann. Au, oh, scheiße, das ist doch keine Peter mehr. Ich bin weit zu Puppen. Kalk mich an! Jawohl. Also, guck dir mal deine Bilder an. Hat der Beifahrer? Ich weiß es nicht. Nee, nee, das ist der eine da. Der nicht so Beifahrer hat. Mutti? Kannst du noch fahren? Nein. Ach so. Meine... Hallo. Ich hab grad in deine Hose schauen können. Wieso? Aber wieso bin ich gerade nicht weitergekommen? Ich weiß. Kannst du fahren? Ja, ja, jetzt schon. Hat es gerade ein Leck? Nee. Hä? Für mich ist alles flüssig gewesen, aber irgendwie habe ich dich blockiert. Bei mir ist alles flüssig gewesen. Also ich hab Flo blockiert. Okay. Flo, weißt du, jetzt sind aber eine Hilfe, hab ich also, es war doch ein Leck, weil das Spiel hat gerade gespeichert. Ach so, ja dann. Aber wieso es bei mir so lange gelegt hat? Bei mir bist du auch gestanden, aber ich kann mich bewegen. Okay. Ich kann mich auch bewegen. Lohnt sich das nochmal Mission anzunehmen? Nee. Also was ist, was wäre so für eine? Feld 4. Will ich machen. Was ist das Dreschen, oder? Jo. Du, ich habe kein Problem damit. Feld 4 ist hinter uns am Hof. Ich habe eh noch gut was mit Felderbestellung zu tun. Oder nicht Bestellung, aber... Musst du noch machen, alles. Unkraut muss ich dann wegmachen, dann muss ich nochmal über, so, nochmal über einmal drüber drücken. Ah ja, ich kauf uns dann mal einen Striegel. Sollen wir einen kaufen? Nee, das sind sau teuer, da haben wir kein Geld mehr. Sind die überhaupt drin? Striegel? Ja. Unser Striegel? Ja, nicht! So. Wait, oh, what? Das ist ein Striegel? Was ist? Oh. Ei, ei, ei. Da war ein Bäumchen. Da. Oha. Oh, so schnell. Dann also, können wir ganz kurz nachgucken. Was kostet so ein wunderschöner Striegel? Da. 30.000. Ich glaube, dann haben wir das Thema geklärt, ne? Der Shop geht bei mir irgendwie nicht mehr. Hallo? Ich weiß, dass auch nicht geht. Ich stehe still. Ich kann zwar in die Kategorien reinschauen, aber ich kann da nichts kaufen. Und ich kann da nicht auswählen oder Details oder sowas oder konfigurieren. Haben wir es kaputt gemacht? Was wollt ich denn konfigurieren? Ich wollte einen Striegel mieten. Obwohl, nee, das lohnt sich noch nicht, ne? Aber wir wollten mal nachschauen, du kannst wie viel der zum Mieten kostet, aber es geht irgendwie nicht. Wie? Ich wollte nachschauen, wie viel der große Einböck Striegel kostet, kostet in der Miete. Ja. Mit 12 Metern. Ja. Ich kann ja nicht auf Details gehen. Also ich schon, 1785. Aber dann hast du... Das geht nicht. Ich weiß aber, wer ist das? Warte mal. Ich hab dieses Mal nochmal neue Farmmanager entlassen und neu eingestellt, wie es mal jetzt hat. Geht aber nirgends. Schreib mir nix. Oh. Warte mal. Starter-Reviews. Haben wir ein Error?
Nee. Error Running Lua. Bei dir? Ja. Bei mir nicht. Doch, das zweite. Und wenn sonst ein Error Running Lua Method. Ich hoffe mir auch mal. Also bei mir ist kein Error. Vehicles, Rangers. Ne, aber ich hab keinen drin. Ah, du? Ich schau, ob ich einen drin hab. Ich weiß nicht, wo er drin ist, ne? Ja, auch nicht. Unter welcher Kategorie ist das? Spiegel sind unterstrichen. Unter Güllefass zwischen Düngetechnik. Geht nicht. Bei mir kann ich. Bei mir wird nichts mehr aus wie ein Anzeigt. Jungs, wir haben es kaputt gemacht. Aber unter Düngetechnik kann ich was auswählen. Warte. Ich speichere mal. Vorsichtshalber. Ja, sonst wird gelegt. Shadow. Aber ich kann es euch jetzt nicht erklären, was dort liegt, ne? Sag's wie es ist. Ich auch nicht. Oh, das schickt bald mal die Rede. Das muss. Sebi? Ja? Ich weiß ja, ich kann gar nicht fahren. Fahr dir dein Klaas hoch, ich fahr mit meinem Johnny heim. Naja. Beziehungsweise du willst nicht, dass ich dich nochmal abziehe, oder? Beziehungsweise... Ich will halt meinen Traktor daheim haben, wenn wir dann... Und mein Traktor darf weg sein, oder? Ja, ist ja deiner. Und mein Auftrag, gell? Ja, deswegen ja. Der sieht aus, du Eieie. So, warte ich, mal. Und ich nehme dann gleich auch im Heimweg mit den. Ich nehme dann auch gleich den Flug mit. Ja, aber dann steht da wieder ein paar Folgen rum. Ja. Wir haben ja schließlich gekauft, ne? Ja. Ich muss das gespannt drehen ins Waschen. Mhm. Ja, aber beides lohnt sich eigentlich nicht. Weil du dich gleich wieder dreckig. Sechs-Schab-Flug, ich weiß nicht, ob das meiner packt, ne? Doch, doch. Easy. So, pack jetzt erstmal dahin die Packbacks, dann nehmen wir dann später auf. Warte mal, kann man den irgendwie einklappen oder sowas? Flug senken. Wo sind die jetzt hin? Ah, da. Warte mal. Ich will da gleich Dünger wieder rein. Ah! Was hast du rausgefunden? Weil ist der geil. Ist der vom Fernenland, oder? Ja, denn wenn man dreht, dann dreht sich das Rad unten entlang. Ah, mal die Runde umleuchten ein, ne? Weil ich hab Flug hinten dran. Ja. Das schaffe ich noch, ja! So, warte mal. Also im Prinzip, ich spule jetzt einfach mal ein bisschen vor, oder? Warte noch, ich muss zum Hof noch, oh nein! Alten. So, ich gucke den jetzt... So. Ja, wobei, ich kann ja jetzt erst... Ah ne, warte mal. Die Flügelbremsen draufhauen. Aber ich kann ihn, man kann mit Funkgerät abhängen. Oh. Das war natürlich wieder super von mir. Ich hab voll ins Bett geschissen.
Entschuldigung. What the f... Was? Wer hat Wohnzimmer ist ein geschissen? Video von mir gewesen. Ist irgendein Video von mir gewesen, gerade. Ich kann es euch da mal zeigen. Gut, keine Fragen fragen. Ja. Ciao Flo. Ach, das ist eigentlich so ein Sotankur, den ich glaube, den hatten wir noch gar nicht, ne? Nee. Den muss man. Und schau her, den kann man dann auch so aufklappen. Und schau mal das Rad hinten an, das dreht sich richtig smooth mit. Mhm. Hoppala. Hey, hey, hey. Jo. So, nochmal ein B-Trick ist unkopfig. Oh, der Arme, Alter. Schau raus, du. Das heißt, ich hole jetzt mal die Zeit minimal hoch. Also heute... Gefällt er nicht. Morgen abstellen. Als ob. Ich spule jetzt mal bis 18 Uhr vor. Und warte mal kurz. Oh. Na, wer hätte eine Stufe? Bin in der Wachstumsstufe? Ja, das dürfte gehen. Schauen wir gleich mal rüber. Alles. Du schaffst es doch. Hast du auch nur Pflegebreifen, aber du schaffst es. Oh. Ich weiß gar nicht, ich hätte nur Pflegebreifen drauf. Ich weiß nicht, ich hab's jetzt einfach mal vorsichtshalber draufgezogen. Vorsichtshalber? Ja, und ich glaube, ich hätte es eh gebraucht, weil hier ist schon ein bisschen gut gewachsen. Die Pallier sind wieder 24 Meter. Was? Ach so, haben wir unkonfiguriert haben, ne? Warte mal so. Ein Hochzeit jetzt, Sebi, ne? Was? Mit deinem Glas fahr ich jetzt hoch. Gut, okay. So, haben wir jetzt? Jetzt haben wir gewusst. Okay. Sagen wir mal an, ja, die Stufe funktioniert wunderbar. So werden wir das sehen. Aber ich habe, glaube ich, diese Folge genügend Düngen und war auch immer gesehen. Wir sind für heute mit der heutigen Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Däumchen wären Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Unten, falls noch nicht getan, den roten Knopf grau färben bei beiden Kanälen. Glocke aktivieren, dann bitte nicht mehr verpasst. Und das war's mal wieder von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der wunderschönen Baltica. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. 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 Where I belong, I'm still rolling.